Papa, die Kerzen an. Heute ist der Tag. Ich habe Geburtstag. So, und nun geht's los. Ah, und die Sonne kommt raus. Ein wunderbarer 35. Geburtstagstag. Die Kinder sind verstaut und wir nehmen uns heute den Tag frei. In Hamburg. Guckt euch diese Sicht an. Wahnsinn! Ich habe keine Ahnung, wie die Bayern das eigentlich so machen, aber arbeitsfähig ist man dann nicht mehr, oder? Dicht unter den Wolken und ich würde sagen, die Bar hier oben kann ich empfehlen. Wow, also ich glaube, das ist auf jeden Fall der schönste Platz mit dem besten Ausblick in Hamburg. Und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe der Reeperbahn seid, geht in das Clouds, in den tanzenden Türmen. Das lohnt sich und es ist wahnsinnig lecker. Da oben an der Ecke, da saßen wir gerade. Wahnsinn. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen mit den Kindern spazieren. Die müssen noch Mittagsschlaf machen. Das haben wir ihnen ja heute nicht gegönnt, weil wir in dieser wunderbaren Clouds Bar waren. Hinter mir. Meine schöne Frau, da. Und das ist die Hamburger Hafenkante, die müsste jeder kennen, oder? Heute ist ein historischer Tag. Erstens, weil ich Geburtstag habe. Und zweitens, weil es zumindest ein formal besonderer Geburtstag ist. Ich bin nämlich heute 35 und ich weiß, es ist eigentlich nur eine Formalie, aber mit dem heutigen Tage bin ich kein Juso mehr. Und das ist schon ein bisschen besonders. Für mich ist das ein formales und total konstruiertes Argument. Irgendwie, man ist 35 und gehört nicht mehr dazu. Aber wenn man das so viele Jahre gemacht hat und man ist jetzt offenbar kein Juso mehr, man ist nicht mehr Mitglied der Jugendorganisation, der SPD, das schon auch, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. So, und das zweite wirklich Verrückte mit 35 ist, ich sag nur, wie ich mich fühle, okay? Also soll sich bitte niemand diskriminiert fühlen. Ich bin jetzt mit 35 genauso weit entfernt von 20, also dem Lebensalter 20, wie von 50. Und das ist schon... Ich kann mich an 20 noch sehr gut erinnern. So, es ist gefühlt jetzt gar nicht so lange her und offenbar... Naja, egal. Es ist auf jeden Fall eigentlich viel zu dicht an weit weg, rein lebensaltermäßig. Guck mal bitte, wie wunderschön das hier ist. So, hinter mir, da geht es die Elbe runter. Ungefähr da liegt in dem Herzen von Hamburg die wunderschöne Elbinsel Finkenwerder, auf der ich groß geworden bin. Ein wunderschöner Tag in den tanzenden Türmen und am Hafen. Ab nach Haus. So, wir sind wieder zu Hause. Ich wünsche euch